Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bretrax Arc Adventures. Wir sind jetzt hier an unserem neuen Standort für unser Hauptquartier angekommen. Ja, hier wollen wir wohnen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich habe noch keinen Plan, wie das hier nachher aussehen soll, so grob oder sonst was. Wir wohnen noch in unserer Melone und ja, wir wissen, dass wir hier wohnen wollen. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie Dinos, die uns da ein wenig weiterhelfen, weil ja, wir haben schon ein paar Dinos, aber qualitätsmäßig ist das noch nichts und für Ressourcen besorgen haben wir auch noch nichts. Aber ich habe genug Level abgehabt, um, ja, guck mal, ich bin nämlich jetzt hier, ich bin schon Level 23, bin ich jetzt. Ich habe genug Level abgehabt, damit wir jetzt Trank Arrows herstellen können. Das ist ein Major Upgrade. Ist das denn jetzt, kann das Team so richtig losgehen und damit fangen wir auch heute an. Wir gucken mal, ach, wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen irgendwas, was uns Gutfasern besorgt. Für Bären können wir zur Not unsere Schildkröte benutzen, das ist kein Thema. Wir brauchen mal was Stein besorgen kann, wir brauchen mal was, also ein Dödi oder so. Wir brauchen eine Anke, wäre ganz cool für Metall besorgen und ein Biber oder Mammut oder sowas für Holz besorgen. Wären alles coole Dudes, die wir so gebrauchen könnten, damit wir hier Ressourcen rankriegen, um unsere Basis zu bauen. Ja, vielleicht können wir sogar direkt anfangen mit austesten, was uns denn, wo steht denn jetzt der Blumenpott, ach, die Bude ist voll hier, da, der Blumenpott hier, der hatte der ja noch, unter Structures hatte der ja noch diese Lilypads hier, das sind mehr oder weniger, ja, Wasserbecken oder sowas, wo man drauf bauen kann, die, vielleicht können wir die mal austesten, ne? Was finden, was gut Fasern besorgen kann, wenn ich nicht alles per Hand pflücken muss, die 5000 Stück oder so, dann wäre das super und, ja, ideenweise habe ich so das Gefühl, dass das etwa mal okay wäre, wenn wir denn dann mal so da hinten gucken gehen. Vielleicht, dass wir da einen Moshop oder so finden, wäre ja ganz toll. Außerdem sieht das ziemlich einladend aus. Und ja, dafür habe ich auch schon ein Kanu gerade gecraftet, vorbereitet. Dann wollen wir mal gucken gehen. Erstmal muss ich aber hier nochmal Wasserschlauch auffüllen, so, damit wir unterwegs was haben. Wir haben ja noch kein Wasserglas. Ja, theoretisch könnten wir auch schon Schmiede und Werkbank und sowas herstellen. Ja, aber die Bude ist schon sowas von früh zugerummelt. Ich brauche erstmal noch ein paar Dinos oder so. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon einen Metallklotz, der auch noch Harz dabei gibt. Das habe ich schon gesehen. Und Pilze stehen ja, glaube ich, auch noch rum. Da sind schon ein paar Pilze oder so. Da kriegen wir Rare Mushrooms. Gut, bis zu einem Gau kann man stehen, haben wir auch festgestellt. Das ist super flach. Also hier drüber, so ein Schwimmplattform, das wäre möglich. Wäre das. Theoretisch. Mal gucken. Heute ist schön klar. Gestern war voll neblig, als wir angekommen sind, wa? Naja. Mal gucken. Also wir brauchen da Zeugs. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier so ins Inventar, holen unser Kanu raus. Oder auch nicht. Wir sind nicht tief genug im Wasser. Offensichtlich. Jetzt geht's. Wunderbar. Und dann schippern wir mal los. So. Ich will nicht wieder. Ich will Center oder so. Center? Ja, ich will Center. Alright. Row, row, row your boat gently down the stream. Und dann wollen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir da ein paar hübsche Moshops-Pärchen oder so. Obwohl, da müssen wir Glück haben, was sie denn da gerade dann zu fressen wollen. Da haben wir ein Pronto-Bronto. Ja, ein Pronto-Bronto. Sweet. Jede Menge Haie hier im Wasser. Oh, ich freue mich schon so auf die Unterwasser-Abenteuerchen, die wir hier haben werden. Schimmert da unten irgendwann bläulich? Oder ist das, weil das Wasser so tief ist? Ne, man meint, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Jurassic Park Trikes. Vielleicht haben wir auch ein gutes Level dabei. Da habe ich gerade auch ein gutes Level gesehen. Da haben wir ein gutes Level dabei. Hm. Aber die zu zähmen, die sind ein bisschen härter drauf als normal. Ist die große Frage, die Jurassic World Mosas, greifen die Kanu an? Da haben wir wieder so einen Tylosaurus. Auch wieder mit so einer schönen blauen Farbe. Hier sind eine Menge Mosas. Oh mein Gott. Hier sind eine ganze Menge. Oh mein Gott. Das ist einfach. Okay. Das ist eine Menge Mosas. Oh Gott. Wie direkt Leggy hier. Okay. Du scheinst. Und Truso auch direkt. Okay. Okay. Wir haben die Tiefsee-Biom hier entdeckt. Chronosaurus. Du siehst fast aus wie so ein Jurassic World Mosasaurus. Alpha lädt sich das. Ich sag doch, die gibt eine Alpha-Variante. Ich glaube, der Beta-PVE-Mod reagiert da nicht drauf. Wir haben nämlich letztens einen abends gesehen, der noch normal war. Da haben wir wohl glatt übersehen. Eine Menge Kristalle hier. Was haben wir denn hier für eine Zone entdeckt? Oh mein Gott. Okay. Also, wenn wir recht fix ein Wasserthema haben, wo wir... Plesi am Strand, ey. Faszinierend. Wo wir schnell einen Sattel draufpacken können oder sowas, dann haben wir Wasserprobleme. Also, Nahrungsprobleme haben wir dann gelöst. Also... Fischversorgung wäre dann gesichert. Ein Hammerhead-Shark. Okay, die Ecke ist ja voller Wasser.
Viecher. Warte mal, die dichteste, die greifen theoretisch, greifen die Floß an, wa? Wir sind immer hier auf dem Floß, wir sind auf dem Kajak, Kanu, Kacke. Sind wir hier. Du bist voll gebeacht, bist du. Ich könnte man da jetzt da super wegzählen, wa? Aber Level 60 ist ein bisschen low. Da sind Durchgänge. Oben, oh, was hat hier? Gibt der Zone ein wenig Zeit, um sich zu akklimatisieren, damit ein bisschen hier der Rechner den schon mal ein bisschen vorladen kann, hier die Zone. Was war das? Hast du gerade den Sound gemacht? Ich war es nämlich nicht, oder warst du das? Oder haben wir noch was unterm Floß, unterm Schiff drunter? Nee. Das hört sich an, als wenn wir direkt daneben stehen würden. Enoceratops. Irgendjemand macht ja Sound, als wenn wir direkt neben. Und. Oh, Du machst den Sound. Eine Hydra, solltest du nicht im tiefen Wasser sein? Du bist Boss. Du bist Boss-Level, bist du. Du skalierst mit, ja, ganz normale Artefakt-Bossen. Vom Damage und so. Oh shit. 14 extraordinäre Kibbel würdest du brauchen. Oh, Eifer Bitch. So, lass mich hier, hallo? Kann ich hier aufheben? Pick up Kanu. Oh, wie weit schlitterst du noch? Alright, wie sieht's denn hier aus? Du bist Level 15. 85. Oh, die sind direkt aggressiv. Die sind direkt aggressiv. Ich wollte doch nur gucken, was du für ein Level hast. Shit. Oh mein Gott, die folgen mir ins Wasser. Geht's euch noch ganz sonnig? Haben wir irgendwie Blutmondnacht oder so? Geh weg. Geh weg. Ich wollte doch nur nach dem Level gucken. Du lässt aber auch nicht locker hier. Alright. Okay, das sind ein paar super aggressive Trikes. Also hört mal, Jungs, oh Gott, die sind zu dritt. Ich hab noch Bogen, habe ich noch. Keine Ahnung, wo die überall hinrennen. Na komm hier, du feige Socke. Du bist fast down. Der ist down. Nicht, dass die mir jetzt von der Seite hier einen Überraschungsangriff starten. Der hätte voll treffen müssen. Oha. Unter Wasser kann ich mit dem Bogen nicht schießen. Aber kein Problem. Ich kann das ja als Rückzugsort nutzen, bis ich wieder schießen kann. Zack. Wer hätte treffen sollen? Siehste, da kommt noch mehr Gerumpel an. Wusste doch, dass irgendjemand von hinten mich überrascht. Wir haben die Trank Arrows noch nicht geladen. Das sind noch die normalen Arrows. Wenn du ein gutes Level hättest, würde ich dann jetzt ja glatt auf Trank Arrows wechseln. Aber das ist mir nicht gut genug. 140 bis 150. Also 140, 45, 50. Das Thema war, das kategorieren wir mal als gute Level. Aua. Euer Leder will ich auch noch haben. So, alright. Huha. Die Hydra macht mich dafür fertig. Die macht Zauner, das erarbeite ich. So, meine Beute kriegst du nicht. Oh, du bist mitten auf der Insel, bist du. Oh Mann, bist du ein fettes Viech, ey. Ich würde ja gerne an dir irgendwie vorbei, ey. Ohne, dass du mich siehst. Da ist noch eine Schildkröte, war? Eine 130er, schon gar nicht mal so schlecht. Aber Schildkröten können nicht viel. Aber das können sie gut. Hier gibt's Obsidian. Und ein Tropagnostos. Passiver Tame, müsste aber Chain Bowlers haben, weil du bist ein Standardspielding, oder? Ketten Bowlers müsste man da haben. Da braucht man einen Katapult für. Mit einem hohen Level, das wir noch nicht haben, um das überhaupt herstellen zu können. Ja, ist das hier die Rückkehr zurückgekehrten Blauen Lagune oder so? Quasi Teil 3 oder so. Blaue Lagune, Rückkehr zur Blauen Lagune und Rückkehr zurückgekehrten Blauen Lagune haben wir hier oder so. Auch ein netter Spot, aber wir haben jetzt unsere kleine Redwood-Insel und da machen wir uns irgendwie gemütlich. Obwohl, das hat ja was. Das hat hier echt was. Von der Kulisse her hier hat das hier was. Nämlich Klauvögel überall. Toll. Mein Guck Miet. Ich habe jetzt natürlich keine Metros auf der Leiste. Ich habe die gerade vorhin erst in meinem Dino-Ordner reingepackt. Wenn das nicht so laggy wäre, würde ich dich auch treffen. So, gib mir meinen Guck Miet zurück. Das ist meine Wegmümmelmasse, ist das hier.
Ich gucke, da habe ich nämlich extra Zeugs drin. Hier, mach mal, halbier mal. Und halbier nochmal. 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 So, und dann tun wir hier so einen kleinen Haufen in den Slot rein. Ja, so, da hätten wir dich auch dann direkt gezähmt. Hätten wir da direkt schon liegen gehabt. Da haben wir den nächsten Wackelkandidaten. Was hast du für ein Level? Level 20. Ja, dann haben wir ein Schulterpad. Echt jetzt? Das hatte ich nicht komplett gezähmt? Oh, du verkackeierst mich doch mal. Na, das ist ein bisschen arg viel hier. Sind da kleine Obsidian vorkommen hier zum Aufheben? Nee, das ist Stone. Das sah aber glänzend aus wie Obsidian. Stone. Da ist Obsidian, wollte schon sagen. Wo bist denn du jetzt hin, du kleine Ratte, du? Lass mal gucken. Wer hat den Zaun jetzt schon wieder gemacht? Da hört sich noch ein Gorilla an. Da ist halt wieder die Hydra. I don't know, ich sehe hier nichts. Erstmal der kleinen Ratte hinterher. Oh Gott, was sind das hier für Sounds? Wahrscheinlich war es ein Wasserfall zu sein. Da habe ich noch Blätterchen gerade durchschimmern sehen. Hey, du kleine Ratte. Komm hier. Und nicht wegrennen. Jump mich noch mal an. Ich bin ja willig, dich so als Haustier hier mitzunehmen. Jawohl, geht doch. Alright. Dann kannst du mich gegen das beschützen, was hier so rumkreischt. Ich habe keine Ahnung, was rumkreischt, aber du kannst mich jetzt dafür beschützen. So. Dann nehme ich dich jetzt vom Radar runter und gut ist. Und wenn du hopp gehst, ist das auch nicht mein Problem. Oh, das ist ja höher. Brutalst. Lass mal gucken, was jetzt da mit dem Wasserfall auf sich hat. Hier gibt es auf jeden Fall Metall. Und ein Clawbirdie. Bingo. Sweet. Level 20 will ich nicht. Oh Gott, die Hydra zaunt. Nicht, dass du dich hier gerade den Strand hochwälzt und ich mich in Sicherheit wege, weil du eine Wasserkreatur bist. Hier habe ich doch gerade Grünzeugs dahinter gesehen. Ich gucke mal, ja, hier ist eine Brücke. Hier ist eine Brücke und da sind tatsächlich grüne Blätterchen dahinter. Ich bin ja eigentlich für ein Moshop hier. Oh, hier gibt es auf jeden Fall Kristall. Oh, hier gibt es eine Menge Kristall. Ja, leck mich an der Sack. Brauchen wir gerade Kristall? Ich denke nicht. Aber so ein bisschen mitnehmen schadet ja nicht. Ich meine, wir haben sowieso noch die primitiven Werkzeuge. Die geben sowieso noch nicht so viel. Wo geht's denn da unten hin? I don't know. Nicht runterspringen. Wir haben noch keine Grappling Hook. Ja, da fehlen uns noch zwei, drei Levelchen für, die wir, glaube ich, eventuell schon haben. Wir haben dabei ja was angesammelt da. Mal gucken. Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Noch ein bisschen Fortitude reinbullern. Dann passt das. So, jetzt sind wir auf 25. Ich glaube, 26 schaltet das frei. Ja, mal gucken. Wir brauchen hier... Da, Grappling Bow. Da haben wir sie da noch. Wunderbar, haben wir sie jetzt freigeschaltet. Du bist noch nice. Die Konstruktionssachen sind nicht so interessant. Eventuell die Pelzrüstungen sind interessant. Sättelchen sind sowieso immer interessant. Propellant ist gut. Wir können eine Schere herstellen. Wann kriege ich denn den letzten Castle Keeps Tisch? Den brauchen wir nämlich. Für Sachen herzustellen. Wände und hast du nicht gesehen, Fundamente. Obwohl, die werden teuer. Die letzte Stufe, die so Stein-Metall-Misch ist, die braucht eine Menge Rohmetall als Baumaterial. Ich glaube immer 20 oder 40 Stück oder so pro Item, was man herstellen will. Das ist eine Menge Kristall hier. Wie will man das denn vernünftig abbauen? Wahrscheinlich mit einem Bergbaulaser, wa? Gibt hier sonst noch was in der Höhle? Außer der Weg da unten. Eine Menge Kristall hier. Leck mich an der Sack. Ja, da wissen wir auf jeden Fall schon, dass kurz bei Zug von unserer Insel aus gesehen hier, dass wir da ordentlich mit Kristall abholen können hier. Das ist gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob wir viel Kristall brauchen, aber naja, zumindest für ein Gewächshaus brauchen wir auf jeden Fall Kristall. Gucken wir mal, der in der anderen Richtung noch ist. Ich sehe aber auch keine Gegner hier drin, ne? Eigentlich wollten wir ja irgendwie nützliche Dinos besorgen, wa? Da kommt ja so ein fetter Basilisk oder so, so eine Megaschlange da raus. Das sieht ja fast aus wie so Space Station hier. Oh Gott. Ah, irgendwann lädst du hier noch rein. Du ackerst gerade wieder. Wie sonst was? Deine Frames gehen ja hier gerade wieder. Jetzt sind wir auch wieder auf Versuch. Was ist hier gerade reingeflogen? Ein Pteranodon Vanilla. Okay.
Wenn wir mal drauf gucken, was für eine Art von Veteranen da ist. Ne? Jurassic Park Veteranen, die nibbeln an uns rum. Aber ihr dürft uns demnächst auch bald einen Fallschirm bauen dürfen können, den wir irgendwann auf Gleis jetzt packen sollten. Wo bin ich denn hier reingekommen ursprünglich? Da ist wieder ein Durchgang und ein Ausgang. Da bin ich aber nicht reingekommen, oder? Doch, dann ist das Ding, wo wir reingekommen sind. Oder? Sind wir nicht durch den Wasserfall? Wir sind doch durch den Wasserfall durch. Vielleicht lädt er gerade nicht rein. Vielleicht eine geheime Passage zum Mittelpunkt der Erde oder so. Who knows? Ich glaube, wir sind da irgendwo rein. Ja, das sieht mehr nach der Erde aus, wo wir reingegangen sind. Okay, okay, okay. Ja, ich höre die Hydra wieder. So, was haben wir denn hier sonst noch alles am Strand? Da ist ein Overlord, Gallimimus Standardspiel, Dodo, Klauvogel. Wir müssen noch nach High-Level-Dodos Ausschau halten, weil damit wir uns einen Super-Dodo-Run machen können. Der wird ein bisschen mehr aus. Hey, da ist die Hydra. Hydras kommen immer mit Max-Level auf die Map. Nur so zur Info. Also die sind immer 150, weil 150 ist unser Max-Level, so wie offiziell auch Max-Level ist. Da ist ein Horsey Horse. Was haben wir denn sonst noch da? Da hinten ist noch ein Horsey Horse. Höheres Level. Kriegen wir jede Menge Pelagornisse finden wir hier, weil wir so nah am Strand wohnen. Ich weiß nicht, Pelagornis-Sattel müsste kurz nach Peteranodon-Sattel freigeschaltet werden. Wenn wir dann da keinen guten Peteranodon finden, eventuell ein Pelagornis, wird sich ja auch zum Polymer besorgen. Oder Poly besorgen, gut eignen. Aber die Hydra macht mich echt nervös, ma. Wenn die auf unsere Insel wandert, oh mein Gott. Dann war es halt mit dem Hauptquartier. Ich hab gedacht, ihr werdet alles Tiefseeviechers. Okay, da ist das noch mehr überall verklüftetes. Das sieht nach einem Spider Canyon aus oder eventuell sogar Wivern. Und das sieht nach Hitz aus, das flackert da so in die Richtung. Lass mich mal kurz hier ein bisschen was mümmeln. Und ein Schlückchen trinken müssen wir auch. Alright. Lass mal gucken. Hier ist auf jeden Fall noch eine Bucht. Jetzt immer noch woanders, wenn die Hüter direkt hinter mir wäre. Mr. Pronto, Pronto, hier, wie sieht es denn aus? Gibt es hier gefährliche Sachen? Kompis. Eine Menge Kompis. Ein Klauvogel. Carbonemos. Und... Da will ich eventuell mal mit dem Kanu reinfahren, da in die Bucht da. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Ich habe hier irgendwie voll Skull Island Vibes. Alright, aber noch nichts gesehen, was wir hier ansatzweise, ups, wir brauchen könnten. Ein Dilo. Na, würde es uns so ein bisschen XP geben. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde gerne mal da so ein bisschen in die Richtung reinschippern. Vielleicht sehen wir dann ja, was wir sonst nicht gesehen hätten. Oder so. Ups, das, so wollte ich nicht gemacht haben. Warte, wenn ich gerade hier im Wasser bin, lass mal hier direkt den Schlauch auffüllen. Das geht nicht, wenn man am Schwimmen ist. Man muss in der Pfütze rumstehen, dann geht das. Alright, dann ist okay. So kann ich halt nicht unter Wasser öffnen. Wenn ich mich bücken kann, um die Flasche aufzudrehen und da ein bisschen Wasser reinzulassen, dann kann ich auch unter Wasser den Deckel aufdrehen und Wasser reinlassen. Hier ist auf jeden Fall Metall im Wasser drin. Räumens mitten drüber gebrettert. Okay, ich häng schon wieder fest. Ziemlich seicht hier, Wasser. Überall kleine Steinchen. Turn, 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 turn around. Das sieht hübsch aus hier. Noch. Ja, okay. Okay. Water Rafting Area. Vielleicht sind hier immer irgendwann so Genesis-Missionen oder so eingeplant. Naja, kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja eine gemoddete Map. Ist ja keine reguläre. Ist da Geheimdurchgang? Irgendwas? Das sieht voll Wyvern-Trench-mäßig hier aus, wa? Mit dem Gestein. Irgendwie seit Ragnarok ist das geprägt, wo das Gestein. Wo man das Gestein sieht, dann müssen irgendwo Wyvern sein. Das sitzt so bei den Leutchen drin. Alright. Und hier nochmal anlegen. Hübsch hier. Echt ein paar nette Spots, wo man sich eine Basis bauen könnte. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall gut Metall.
Vielleicht, ach, wir hätten vorher zu Hause noch ein paar Metallwerkzeuge herstellen sollen und versuchen abzugraden. Das hätte sich jetzt ja echt gelohnt. Naja, ich sehe ja noch nichts rumflattern. Who knows? Kann ja auch sein, dass das hier eine Griffin Trench ist. Kann ja auch sein. Muss ja nicht immer Wyvern sein. Oh, wunderherrlich hier. Fast am bereuen, dass ich unbedingt in Redwood leben will. In der Season. Hier gibt es Salz. Brauchen wir Salz? Nee, brauche ich nicht. Ein bisschen das extra frisch halten, was das Salz uns bringt. Das ist nicht so viel, dass das sich lohnt, das abzubauen. Aber ich sehe ja noch nicht so allzu viel an anderen Dinos. Ziemlich empty hier. Das sieht nach einer menschgemachten Struktur aus. Wir haben von irgendwo im Wasser Akro. Ich bin noch nicht mal ansatzweise im Wasser. Wieso hast du jetzt schon wieder, bist du jetzt schon wieder so angepisst? Tylosaurus. Das sind Griffen. Das sind Griffen. Und ein Tropognosthos. Oh, und da hinten ist Lava. Und hier ist ein Schiff. Oh mein Gott, was haben wir denn hier gefunden? Kann ich dich attackieren? Jupp, okay. Oh, schön im Wasser da bleiben. Du dürftest ordentlich Level hingeben. Künstler halt jetzt nicht wegschwimmen, dann kurz durchhalten, warte sofort hinter dir. Biester. Alright. Was bist denn du da? Ein 20er Griffin bist du. Sharky Boys. Und du da? Ein Chronosau, 140er Chrono. Okay. Was kriege ich von dir? Ich krieg wahrscheinlich von dir normales Fleisch. Was hast du denn da im Inventar? Ein Flare Gun. Was ist denn das für ein komischer Fisch? Hat der gerade irgendwie so ein Radar aufgehabt, der Fisch da hinten? Warte mal, da muss ich sofort mal ranzoomen. Die Hammer-Sharks, die ich da sehe im Wasser. Die meine ich jetzt aber gar nicht. Sondern was da. Ich habe da was gerade, was habe ich da komisch gesehen von der Silhouette her? Also, das sah komisch aus. Deshalb sage ich ja, dass ich da was Komisches gesehen habe. Ich hätte nicht gesagt, dass ich da was Komisches gesehen habe, wenn ich was gesehen habe, was ganz normal aussieht. Das war doch ein Zuschwimmer da. Das nur für ein komisches Hörnchen auf der Nase. Was bist denn du? Stessacanthus. Alright, der hat ein Radargerät ein Sonargerät hat er auf der Nase. Auf der Stirn. Oben auf dem Puploch. Luftloch. Wo die Delfine Luftloch haben. Okay. Interessant, interessant. Und hier gibt's auch wieder ein Schiffswrack. Oh, hier kriegen wir ordentlich Unterwasserabenteuer. Ihr glaubt mal dran. Und hier gibt's, die Dullis da, die Megalanias. Wenn wir so einzähmen könnten, wäre ja auch nicht schlecht, weil da könnten wir überall hochkraxeln. Raw Mutton habe ich dabei. Das wäre nicht allzu viel. Da müssen nur euer Level stimmen. Was bist du? Wie fehlt man dich eigentlich? Mit Black Pearls. Black Pearls haben wir zu Hause. Alright. Das sieht hier sehr, sehr interessant aus. Voll die Hochfestung hier. Müssen wir mal bei Gelegenheit vorbei. Das sieht aber hier sehr, sehr wild und gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas kriegen, mit dem wir gut arbeiten können. Megalania gehen eigentlich noch so, was Aggressionslevel angeht. Wenn man nicht direkt so vor denen deren Schnauze rennt, geht das eigentlich noch so mit Aggro ziehen. Sag ich mal so, wir sind gleich schon um unser Leben am Rennen hier. Du hast mich noch nicht gesätet. Du hast mich noch nicht gesätet. Hier kriegen wir bestimmt langfristig, kriegen wir jemanden mit gutem Level. Gucken, wo wir hier rennen. Ich habe keine Ahnung, wo unser Zuhause jetzt ist. Ich habe mich jetzt hier so oft hier umgedreht. 145er, du wärst schon ganz passabel. Ich weiß nur nicht, ob wir dich jetzt schon tatsächlich. Kann man euch bowlern? Lass mich mal ausprobieren. Ich habe ja Trank Arrows habe ich dabei. Die habe ich extra zu Hause schon hergestellt. Ich probiere mal erstmal bei so einem Kleinen aus. 145er, 45er. Ob ihr überhaupt bowlerbar seid. Bula, ba, ba, bula, ba, ba. So. Er hat fast getroffen. Ich brauche noch ein bisschen Wiggle, Wiggle, Wiggle Room. Falls das nicht funktionuckelt, wenn ich abhauen kann. Ach, come on, wieso mal 2 mm dahinter? Ach, geht's echt jetzt?
Ich, come on. Hast du nur eine Mini-Reichweite? Der hätte treffen müssen. Ihr seid Bolabar. Okay. Wunderbar, Bolabar. Okay. Das sind Viecher, die Sachen in den Mund nehmen. Ich hab ein bisschen Leder in der Tasche. Lass mal richtig hinlegen hier. Was brauche ich denn für eine Lethal Usable Parachute? Ich brauche ein bisschen Fiber, ein bisschen Thatch, das kriege ich hier. Aber bevor die mich hier in die Luft katapultieren und dann fallen lassen, so fies sind die fiese Möpse, ja? Hier ist irgendwas. Die wollen wir mal Fallschirm haben. Sind das Fiber? Kein Plan, wo wir hier sind. Pego, sag mir mal an, wo wir hier sind, ey. So, hier nochmal ein Tippen LR. Super, da haben wir da. Für dich bräuchte man noch ein bisschen mehr, weil wir jetzt hier nicht vor Ort herstellen können. Aber deine Wenigkeit, die packe ich mal auf die 8, wo ich da normalerweise das Wasser habe. Alright, 9 ist für mich immer mein Spyglass. Normalerweise würde ich das ja auf die 0 setzen, aber 0 ist immer der Slot, wo... Das sind eine Menge hier. 0 ist immer der Slot, wo die Pegomastraxe dran klauen gehen. Oh, ein Markov wieder. Ah, ein 140er. Oh, könnten wir ja nochmal probieren. Ah, das ist wieder ein Jurassic Park, Pteranodon. USKO-Themen. Ich weiß, dass ich dich bohlen kann. Ich weiß nur nicht, wie schnell ich dich Sattel draufpacken darf. Ja, komm ran hier. So nicht. Du hast mich trotzdem noch aufgehoben. Echt jetzt? Okay. Jetzt hänge ich hier im Boden drin, ne? Jetzt nicht mehr. Du Sausack. Da habe ich dich gleichzeitig gebullert, wo du mich aufgepackt hast. Alright. Im richtigen Pteranodon wäre da hier die Headshot-Zone gewesen. Alright. Nochmal darf ich dich da nicht treffen. Das sollte aber reichen, dass du K.O. gehst. Du brauchst nur 6 Raw-Matten. Die habe ich. Wer schiebt? Bongs, Bongs. Kriegst du 7, weil die schon ziemlich abgelaufen sind. Müssten wir dich nur K.O. halten. Ich weiß nicht, ob man dich eventuell gegenüber anders Pteranodons direkt fliegen darf oder so. Oder ob du einen Sattel brauchst. Und wenn du einen Sattel brauchst, ob du einen speziellen Sattel brauchst. Okay, die Dilos kommen hier ran. Jetzt kommt der Makaf hier runter. Ach nö. Jetzt doch nicht wieder. Nicht in den Dilos. Ach nö. Ja, das ist ein Oviraptor. Das ist ein Dilo. Der hätte treffen müssen. Du bist ein Jurassic Park. Okay. Okay, ihr pfeffert euren Schirm auf. Okay, ihr seid hops. Okay, ihr könnt mir auch noch nicht den Marker vertreiben. Den wollte ich doch dann. Ich will den haben. Wie sieht das aus? Bist du ein Schnelltropodropper? Ich glaube schon. Das ist vom regulären Pteranodon übernommen. Ich habe mir schon Abenddämmerung. Wo ist denn jetzt der Marker hin? Der sah schön aus. Und ist ein Männchen. Das ist ein Pelagornis. Ein 140er Pelagornis. Blöden Dilos, habt ihr den vertrieben? Jedes Mal, wenn ich einen Makrof sehe, schön Papagei, dann vertreibt mir ja alles, die Papageie. Bist du das gewesen, mein 140er? Nee, der war ein bisschen rötlicher, wa? Du bist ein Klauvogel. Aber ich glaube, dich habe ich kaum gar nicht dran gesehen. Habe ich hier nicht gerade einen Papagei gesehen? Ach, ihr ärgert mich doch alle. Wieso ärgert ihr mich alle? Ich bin doch mal so lieb. Wieso ärgert mich jeder immer? Was krabbelt denn da? Du hängst da so halb im Boden drin? Noch ein Megalania. Okay. Paleoarch, Tropegnostos. Ich glaube, die klauen einen auch vom Boden weg und lassen einen dann fallen. Bin doch keine Kokosnuss, hä? ...145er Megalania. Bist du das? Da bist du. Ah, böse Ecken hier überall. Kann ich dich ein bisschen hier liegen lassen? Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist nur ein Schatten. Ich dachte, ich brauche jetzt irgendwas auf. Hab ich... Ich müsste eigentlich... Ja, guck mal, darf man ein paar dabei haben. So. Alright, das sollte dich ein wenig aufhalten. Gib mir mal... Nee, warte mal, für den Makaf zu zähmen braucht man ja gar kein Futter. Der muss nur gestreichelt werden.
Und da sitzt er gerade perfekt. Bleib kurz sitzen, ich komm rum. Sag ich mal so, ich kann ja nicht rum. Hier sind böse Sachen überall im Weg. Ah, hätte ich jetzt schon mal eine Grappling Hook. Oh, komm hier hoch. Put, komm hier hoch. Hier oben ist sicher. Pass auf, da kommt der. Pass auf, der will dich beißen. Geh da weg, der will dich beißen. Komm hier, put. Ich hab Cracker, come on, kriegst du Crackerchen. Hol ihm mal Cracker oder so. Ja. Alright. Ja, ich freue mich jetzt schon auf Unterwasserabenteuer. Mann, der ist alles voller Haie. I like it. Ey, Klauvogel, wenn du hier in die Nähe kommst, dann bist du fällig. Das ist ja wohl klar. Wir müssen mal wieder die Arrows wechseln auf reguläre. Gerade nichts am Ausnocken hier. Könntest du... Ich hab schon die regulären drin, oder? Ja. Okay, einmal gemümmelt hast du schon. Das wäre doch jetzt eigentlich die Gelegenheit, nachzugucken, was denn so ein Pteranodon, was es da denn gibt. Raptor, Procoptodon. Ja, das wird hier der auf der 38 das Ding sein. Ich sehe ja kein extra Jurassic Park oder sowas Variante. Also ist immer noch die Möglichkeit, dass du den regulären Sattel nimmst oder gar keinen Sattel brauchst. Eins von beiden. Auf jeden Fall haben wir schon 140er dann. Schon darauf lässt sich aufbauen. Nicht ausbauen. Ausbauen auch, aber erstmal aufbauen. Komm, könntest du irgendwo landen? Da gefällt mir gar nicht, dass du hier so in der Nähe rumkreist. Du klaust bestimmt dem sofort die Beute da raus zum Zähmen. Damit knapp daneben. Lande irgendwo. Damit nicht Kurs ändern. Ich hätte jetzt so tun können, als wenn ich das vorberechnet hätte, wo du hinfliegst. Und dann so, guck mal, wie toll ich das kann. Das wäre aber nur Zufall gewesen. Leck mich doch am Arsch. Bingo. Im zweiten Schuss down. 7000 Boulders verballert, nichts getroffen und im zweiten Arrow ist er down. Das ist doch noch ein Makaf, wa? 135er. Und wenn du günstiger bist, stehst. Das ist nur wieder so ein Ichthyon, ist aber den schießt sich auch wieder ab. Das ist wieder ein Klau. Das hat man gerade schon gesehen. Komm ich zu dem Makaf hin? Komm mal. Diesmal kriege ich das gebacken. So, richtig so schön auf die Knie, das war vielleicht ein wenig früh. Und so, beim ersten Mal im Radialmenü bei den reingehen, also eh gedrückt halten zum Pet machen. Dann sieht es hübsch aus. So, und Pet. Das hat nicht funktioniert. Pet. Wieso willst du denn nicht Pet machen? Come on, bisschen Petting ist doch lustig. Warte. Das könnte man eventuell falsch verstehen. Ach, nevermind. Come on. Nicht wieder wegflattern. Komm mal, ich bin doch. Ja. Aber ich glaube, man muss ganz runter hier. So, schön stillhalten. Pet. Jetzt hat's geklappt. Okay, jetzt haben wir 30 Sekunden Wartezeit. Dann können wir den wieder Pet machen. Und ja, der füllt sich immer so nur um den Viertel. Das heißt, viermal petten und dann gehört er uns. Alright, jetzt können wir dich auch auf Tracking-Radar setzen. Ah. Wieder bitten. Ach, jetzt nicht im Mesh verschwinden. Wir brauchen ja massive Steinchen. Sind die 30 Sekunden schon rum? Ich weiß es nicht. Könnte ein wenig verfrüht sein. Kann ich wieder petten. Komm mal. Pet.
Jetzt hier, guck, geh wieder. Wunderbar, 51% haben wir schon. Schön hier weiter rumdackeln. So, mach mal wie Balu. Probier's mal mit Gemütlichkeit und so. Nenn nicht wegflattern. Was denn, was stimmt denn mit dir nicht? Ich glaub, das ist versprochen. Ich habe zu Hause Kekse für dich. Polly kriegt Kekse, kannst du mal drauf ahnen. Du bist keine Polly, wa? Du bist. Polly ist mehr so ein weiblicher Name, aber das ist denn ein vernünftiger Kakadu männlicher Name? Oscar oder so, keine Ahnung. Pet Pet? Pet Pet? Da geht doch. So, ihr habt nämlich auch noch die zusätzliche Extra-Eigenschaft. Wenn man euch auf der Schulter hat, dann sehen einen andere Dinos später. So ähnlich quasi ein erweitertes Gilly-Z-Teil mehr oder weniger. Das ist wie Gilly-Ausrüstung. Gibt eine Tarnung vor anderen Dinos. Der auf der Schulter. Und die C-Methode ist gar nicht mal so schwer, wa? Wenn der dann einmal mit dem Pet klappt, dann klappt das. Dann läuft das. Dann ist das super easy. Du fliegst los, bevor ich bei dir angekommen bin, wa? Come on. Ich hab gewusst, Mann! So oft, dass ich nicht recht habe, wenn ich was vorhersage. Prognostiziere. So, da wollte ich drauf hinaus. Und in dem Moment, wo ich darauf hoffe, dass ich falsch liege, da habe ich natürlich recht. Ja, Murphys Gesetz. Come on, würdest du mal bitte. Ja, so schön. Lass mich weiter ran. Da, haha, Pet fertig. So, du da mal von der Schulter runter, dann wechseln wir jetzt direkt hier auf den Makaf. So, jetzt haben wir da ein neues Symbol. Jetzt kann ich auch wieder aufstehen. So, ich habe hier doch noch, irgendwo habe ich noch ein Belleken drin. Guck mal, da kannst du jetzt da ins Belleken. Ja, wir können das Ding vom Radar runternehmen, weil jetzt fertig ist. So, und dann können wir uns mal angucken, was denn da unten steht. Auch meine Augen, ey. Your Shattering Friend. Two's wild dinos from a distance, they may not attack you until they get a bit closer. Ja, also der beruhigt umliegende Dinosaurier und sorgt dafür, dass die einen wahrscheinlich, da steht May, wahrscheinlich nicht angreifen. Warte, hat jemand meinen Pteranodon gekillt? Der ist nicht mehr auf dem Radar zu sehen. Es sei denn, die kommen näher. Stand dann noch. Wer hat mein Pteranodon auf dem Gewissen? Doch, du bist doch hier. Hä? Wieso? Ich habe doch nur den Papageien weggeklickt. Wieso bist du denn mit weggeklickt? Ich war das doch nicht. Ach, nevermind. Nevermind, passt schon irgendwie. So, Mr. Schnarchnase, wie weit sind wir? Oh, Mrs. Sorry. Voll misgendert hier, denn das heutzutage ist das ein Kardinalsverbrechen. Das ist ja, geht ja mal gar nicht, ey. Mit all den zwei Geschlechtern, ey. Wenn man sich da vertut, dann bist du dran, ey. Du hast aber auch schon wieder. Ach. Und drei Levelchen haben wir. Oh mein Gott, das kommt jetzt hier ratzfatz rein. Herrlich. Na. Okay, was haben wir denn da? Wüstausrüstung könnten wir herstellen. Sieht cool aus, wenn man die anpinselt. Wir können endlich ein Wasserglas herstellen. Nichts mehr am Verdampfen. Das ist sehr, sehr cool. Ein paar extra Sättelchen, immer gut. Die erste Ocean-Plattform. Aber ich glaube, wie gesagt, das hatten wir vorher schon. Ich glaube, da können wir die Lilipads für nehmen. Im Idealfall. Okay, also langsam kommt das, aber immer noch nicht die Station, die ich brauche. Die CFK Castle Keep, den hast du nicht gesehen. Das müsste die, glaube ich, sein, die Castle Keep Station. Oder vielleicht ist das auch eine extra Jurassic Park Station. Who knows? Okay, da war unser Papagei, der rumgeschissen hat. Ich dachte, was fällt denn jetzt da runter? Und es ist wieder voll nebelig hier. In der Abenddämmerung. Oh, wenn jetzt eine Blutmondnacht kommt, dann haben wir echt die Arschkarte gezogen. Fress mal schneller. Okay. So, du kannst mal aufhören, mir zu folgen. Ich pack euch mal lieber. Nein, nicht du auswählen hier. Ich pack euch mal lieber drei Kugel hier. Da. Wo willst du hin? Nicht so weit flattern hier, mein wunderschöner Freund hier. So.
Na, ich habe das Gefühl, das Vergleich hops gehen. Ich bin schon die ganze Zeit am Wundern, wieso wir denn hier so unglimpflich, so glimpflich davonkommen bis jetzt. Das ist, lange wird uns Glück nicht mehr hold sein, außer mir sind die arschkalt. Megalania, die braucht einen Sattel, wa? Der kommt sehr spät, ne? Ja, da müsste der, glaube ich, sein. Die 73 kommen sehr, sehr spät. Könnte man nicht so reiten, aber die wären super. Die sind quasi die Vorstufe zu einem Rock Drake. Rock Drake kann ja flat, so rumgleiten durch die Luft und überall dran rumklettern. Die können überall dran rumklettern, die Dingers. Also Klippen und sowas sind dann kein Problem mehr. Deshalb würdest du da unten, würdest mich ja voll anlachen. Aber wenn wir dich so lange noch nicht reiten können, Veteranen ist eine andere Hausnummer. Aber der dauert nicht allzu lange, bis wir den reiten können. Du kommst verdammt nah. Ich brezel dich weg. So, dein Toxin nehmen wir aber nochmal mit. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Ach, gib mir alles. So, gib mir alles. Warum auch nicht? Danke. Viel Fleisch hat er nicht gegeben. Oder so. Ja, Mrs. Lystro, wie bist du ja eigentlich für ein Level? 95, du bist ein Mister. Damit schon wieder misgendert. Das ist also die Todesstrafe haben wir schon sicher nach heutigem Standard. Zweimal innerhalb von ein paar Minuten bei verschiedenen Sachen misgendert. Ja, das war's für uns. Da kommt die Gestapo, nee, kommt da bald an und nimmt uns hier mit hier. Alpha Megalodon. Wir haben keine. Oh, der ist fertig. Wir haben keine Sondernacht. Fällt mir mal so gerade auf. Wir haben eine reguläre Nacht. Ja, du brauchst einen Sattel zum Reiten. Okay, Glubschauge. Voll der Glubschauge, Fischauge ist confirmed, ist ready, ist nice. Ist im Belleken. Alright. So. Ja, ein Fleisch ist verrottet, wa? Kannst du mal sehen. Prognostos, wie gesagt, ist, braucht man Kettenbowler für. Und nun sehen wir hier absolut gar niemals nie nichts mehr hier. Ich versuche mich mal hier runterzuarbeiten. Man liegt denn hier noch rum. Ach, der echte Jonas Body. Ja, komm mal, wenn wir schon mal gerade hier sind. Ein bisschen Leder und Fleisch schadet nie. Nehmen wir direkt mit hier. Dann würden wir direkt in die Höhle des Löwen reinfallen, wa? Aber der Leuchtturm, der würde mich ja noch interessieren, der da ist. Da sind kleine Fische wie für Megashellion. Alright, auf der 8 hast du den Fallschirm. Ja. Haha. Ewig nicht mehr benutzt. Och, das mitten im Dunkeln hier. So, mach mal nochmal die 8. Oh, kann ich nicht. Wie kann ich denn wieder aufhören zu flattern hier? Hier ist Kristall im Wasser mit den ganzen Zitterelchen. Elektrophor, so, okay. Voll versteinert das Schiff hier. Wie lange legst denn du hier schon rum? Eine Woche oder so? Bestimmt nicht. Das müssen schon ein paar Tage gewesen sein. Irgendwas ist aus dem Wasser raus. Ein Alpha-Megalodon oder so. Ist da rausgesprungen und krepiert. Ist gebeacht. Da ist noch ein Makaf. Da ist der 140er. Ah, ihr seid da beides Mannekes. Hallo, bist direkt sauer, wa? Ich bin noch gar nicht mehr im Wasser. Hör auf, mich zu brutzeln, ja? Das ist beschiss. Ich bin doch schon aus dem Wasser raus gewesen. Wir haben AOE-Brutzel. Wir haben AOE-Brutzel. Das mag ich ja gar nicht. Ah. Gott sei Dank habe ich Hunger gehabt. Da kann ich mich mit meinem Fleisch ein wenig heilen. Ich sehe ja einen Scheiß, sehe ich hier. War ja nicht noch irgendwo Festland? Hallo, Sharky Boy. Da ist Festland, wa? Okay, jetzt gib mich nochmal Glowsticks. Lass mich nochmal eine Runde Glowsticks machen. Da war doch irgendwo der Leuchtturm, wa? Da ist er. Da ist er. Wie komme ich denn da am besten hoch? Kann 2, 3 Meter, kann ich ruhig durchs Wasser schwimmen. Kein Problem. Sag ich mal so. Hier sind direkt ein paar Zitterelchen. Ja, da, diese Zitter alle schon frei. Und das auch noch ein Alpha im Wasser. Aber ja, die Beute davon hätte ich gerne gehabt. Komme ich hier nicht irgendwie einigermaßen trockenen Fußes rüber? Ach, du bist doch ein Idiot. Also jetzt mal ehrlich, du bist voll der Idiot, ey. So, machst du hier Inventar auf, machst du hier, da drück dran, wenn du einen Schritt weiter am Wasser stehst. So.
Oder auch nicht. Come on. Lass mich mein Kanu hier nehmen. Geht doch. Und dann schipper ich da einfach rüber. Upsala. Dann schipper ich einfach rüber. Ja, nee, Zitteral. So ja nicht hier. Au, 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 au. Der brutzelt mich immer noch. Ey, ich. Oh, hallo, du solltest mich eigentlich gar nicht sehen hier in dem Ding hier. Come on. Ich häng fest. Ich häng fest. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Au. So hat man mir das Spielchen nicht verkauft. Eigentlich sollte das Floß sicher sein. Siehste, deshalb haben wir alles in Bellekes eingepackt. Mann, ist das hier dunkel. Lass mal erstmal Spyglass anmachen. Da sehen wir schon mal unsere Freunde hier alle überall rumstehen. Lass uns Knicklicht anmachen. Auf mehr drauf. Und hier irgendwo dran verpassen. Bongs, bongs. So, jetzt wollen wir los Dinos besorgen. Aber nicht die, die wir besorgen wollten und sollten. Ach. Naja, das ist ein Anfang. So, das Fleisch kann da rein. Das kann auch da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Und das kann da rein. Alright, wie wär's, wenn wir jetzt hier erstmal so ein bisschen die Nacht nutzen und mal uns um das Wichtige hier kümmern? Wie zum Beispiel. So, hier, so, auf Crafting. Motorpistole haben wir. Ich hätte gerne das Ding hier hergestellt. So, und da können wir dann Metall einschmelzen, um das Ding dann gleich zu bauen. Ja, und da können wir dann bessere Werkzeuge herstellen, inklusive eine Grappling-Hook. Für eine Grappling-Hook brauchen wir Zement. Oh man, es hat hier voll hier drin. Stelle ich ein bisschen hier draußen hin. Vielleicht sollten wir ein paar Dinos draußen auslagern. Aber ich möchte nicht, dass denen was passiert. Ich habe da, die sind mir so ans Herz gewachsen. Denen soll ja nichts passieren. So, da haben wir Metal. Das können wir alles einschmelzen hier. Hier hast du ein bisschen Holz. Das ist nicht genug Holz, aber egal. Hier macht man ja Spielschmelzofen. In der Zeit gehe ich hier noch ein bisschen Holz fällen. Extra Holz. Wir haben zwar noch was in Upgrade Station, aber da werden wir auch brauchen. Und mal ein bisschen Licht hier. Ist das schön mit den Glowsticks? Ich muss nicht hochgammern wie so ein Dulli. So, jetzt reicht es. Jetzt kriegen wir hier eine Smithy. Apropos, ich könnte auch schon mal hingehen. Guck mal, Schildkröte, du kannst jetzt wieder draußen rumstehen und da Wache halten. Du bist ein draußen Dino. Kannst du hier Wache halten. Alright. Der Pteranodon, dich packe ich mal erstmal in den. Klingt brutal, aber dich packe ich erstmal in den Kühlschrank. So. Der Makaf, der kann hier rumstehen. Du bist ein drinnen Dino. So. Oder Schulterdino bist du eigentlich. Dann haben wir noch die Klauratte, das ist auch ein drinnen Dino. Als ein drinnen Dino sorgt, kannst du hier die Leute mit Klauen, die vorbeikommen und sich das hier angucken. Und ihr beiden Turbo-Dinos, ihr kommt draußen zu stehen. So, zisch mich hier nicht an. Dann gebt Ärger. So. Ihr seid auch zu groß, damit ich mit euch direkt hier rausreiten kann. Ja, Bären kann ich mit der Schildkröte holen. Das ist kein Problem. Ja. Wunderprächtig, wunderschön. So, dann kann ich hier drin irgendwo. Es sieht ja aus wie Kraut und Rüben hier. Kann ich dann. Ja, so habe ich die Werkbank-Kochstelle gestern hier hin platziert. Wups, weg, Vase. Ich platziere jetzt erstmal hier hin. So, fertig aus, die Maus. So. Was hat das jetzt so lange gedauert? Ich jetzt mal. Come on. Das da rein. Weapons. Mili. So, gib mir. Ne, 15 Stück brauche ich bestimmt nicht. Ich brauche aber hier vernünftige Metallpicke. Da kannst du weg. Und eine vernünftige Metallaxt. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit nämlich höher, dass man Metall rauskriegt, gezogen kriegt oder so. Ja, das, warte mal, du musst da ja eigentlich, wir stehen, glaube ich, mitten über ein Ichthyornis oder sowas. Ichini. So, da kommt später die Grappling Hook hin. Ja, okay. Upgraden tun wir das Werkzeug noch nicht, aber mit dem Werkzeug können wir schon besser bauen. Hier, guck mal, du da. Du bist mal Level 25. Aber hübsch bist du auch. Alright, habe ich gerade Durst? Ich habe gerade Durst. Gib mir einen Schluck zu trinken. Alright. Wie viel Metall haben wir da? Schon wieder drin. Schon wieder 5 neue. Sweet, sweet, sweet. Kommt langsam ran hier. So, euch können wir jetzt zerdeppern. Bums, brauche ich nicht mehr. So, das sind ein paar verschwendete Ressourcen, ne? Super, 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 super. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen hier die ganzen Steinchen und Bäumchen nur so beackern. Das ist ein bisschen scheiße hier im Dunkeln das zu machen mit Kamera, weil da sieht man nicht so viel. Und die Glowsticks haben, ja, die sind gut, aber die sind auch nicht super allmächtig, sind die auch nicht. Ja, mit anderen Worten,
Ich würde sagen, dann wart erstmal für heute für unser Abenteuer. Kann ich ein bisschen weiter ins Licht? So, ne, andersrum. Da, in die Richtung. So, ja. Wir haben wieder Progress gemacht. Es kommt zu langsam. Wir kriegen bessere Ausrüstung. Da können wir effektiver zähmen. Und wir können mehr auf Qualität gucken. Und ja, ich vermasse das sowieso auf die ein oder andere halt wieder. Da kannst du mal drauf an. Aber wie gesagt, das war erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Da war ja eine Menge Neues zu entdecken. Wa? Also wow. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Nochmal so am Rande, es ist immer noch Platz auf dem Server. Ne? Da können insgesamt 10 Leute drauf spielen. Ich bin momentan noch alleine. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch melden. Ne? Über Discord oder über redraxerweb.de steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr das Spiel habt, dann meldet euch bei mir, könnt ihr mitspielen. Kein Problem. Server hat noch ein bisschen Platz. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Noch ist alles frei. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank für die letzten paar Folgen, wo ihr da schön auf Like gedrückt habt. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass das so gut Anklang gefunden hat. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, gebt der Gas, habt da Spaß und auf Wiederwinkelschüss und noch einen schönen Stolzmonat. Schönen Reststolzmonat, so müsste das eigentlich heißen. Nochmal auf Wiederwinkelschüss, so.